Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren der Presse, sowohl hier im CC der Hannover Messe Industrie am 30. Mai 2022 oder aufgeschaltet über den Livestream oder eine spätere Live-Aufzeichnung. Herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Etwas ungewohnt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, nach einer Quasi-Blockade, nach fast zweieinhalb Jahren Corona. Ich heiße Ansgar Hinz, bin Vorstandsvorsitzender, CEO des VDEs und habe die Freude, Sie heute durch eine vielleicht etwas andere Pressekonferenz, wie Sie sie vom VDE gewohnt sind, zu führen. Als wir uns das letzte Mal hier, nicht in diesem Raum, aber auf der Hannover Messe 2019 gesehen haben, mahnte ich persönlich als auch unser Präsident an, Deutschland müsse sich aus der Komfortzone lösen. Und wie ist die Situation heute? Nach zwei Jahren Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, stehen wir, so ist meine Sichtweise der Dinge, vor einem wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen als auch gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Ein weiter so, also so dieses Pantoffelkino, linke Hand Cola, rechte Hand Popcorn, kann es meiner Ansicht nach nicht geben. Welche Auswirkungen die Abhängigkeit von Russland und Asien hinsichtlich der Energie- und Rohstoffversorgung hat, wird uns gerade sehr schmerzlich klar. Aber sind wir mal ehrlich, wir reden prinzipiell nicht nur über Gas, über Öl, über Kohle. Schrauben wir doch mal die Technik, die Technologiehistorie in Deutschland, in Europa ein paar Jahre zurück. Die damalige Führungsposition von Deutschland im Bereich der Solarinnovation und Solarproduktion wurde, Sie erlauben mir hier die klaren Worte, dem Lobbyismus klassischer Energieträger geopfert. Über 90% der Produktion liegt heute in Asien. Eine andere Marktarena, die zwei Drittel Produktionsabhängigkeit im Bereich der Chips, der Mikroelektronik von China, genauer gesagt von Taiwan, möchte ich hier gar nicht weiter deklinieren. Meine Damen und Herren, vieles von dem, mit dem wir uns heute leidvoll beschäftigen, ist hausgemacht. Gleichzeitig verstärkt sich die organisierte Kriminalität im virtuellen Raum. Fast täglich bekommen wir das mit. Die Sicherheit der Energieversorgung, der kritischen Infrastrukturen der Wirtschaft und damit letztendlich auch unserem Wohlstand der westlichen Gesellschaften stehen auf dem Spiel. Das Interdependenzdreieck, Dekarbonisierung, Digitalisierung und Souveränisierung, Sie erlauben mir das deutsche Kunstwort, muss Grundlage sofortigen Handelns sein. Für Lamentieren, Bürokratisieren und Zaudern oder weiche, sei es politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Aussagen ohne Ecken und Kanten ist keine Zeit mehr. Kurzfristige, umsetzbare, nachhaltige Energieversorgung, sicherlich ein Schlüsselthema für die technologische und gesellschaftliche Souveränität und damit auch Disruptionsfestigkeit unserer Demokratien. Einige Ansätze dafür möchten wir Ihnen heute präsentieren. Und ich begrüße ganz herzlich heute auf dem Panel Martin Jensen, geschäftsführender Gesellschafter des GreenTech Campus in Schleswig-Holstein. Mehr Details dazu später. Burkhard Holder, Geschäftsführer der VDE Renewables mit ihren internationalen Standorten. Und Holger Behrens, Vorstandsvorsitzender Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Und live zugeschaltet, so hoffe ich mal, dass die Sendestrecke steht, Professor Tonio Buonassisi, der Global Head des Solarprogramms des MIT in Boston. Welcome, Tonio, as well. Lassen Sie uns zum ersten Themenkomplex kommen, liebe Damen und Herren. Versorgungssicherheit bei der Energieversorgung. 55% der Gesamteinfuhren von Erdgas, rund 45% von Braunkohle und 34% vom Rohöl fielen 2020 auf Russland. Wir müssen täglich mit einem Lieferstopp rechnen. Ich glaube, Sie nehmen das alle gerade aus Ihren multiperspektivischen Blickwinkeln wahr. Während Erdöl aus anderen Ländern importiert werden kann, ist es beim Erdgas aufgrund fehlender Infrastrukturen kaum möglich, einen schnellen Ersatz
für die Lieferungen zu finden. Die Verknappung von Erdgas und die Umstellung auf Flüssiggas, auch das sehen wir täglich in der Presse, würde die Preise für die Endverbraucher, ja, Innovation und Paradigmenwechsel kostet auch Geld, massiv in die Höhe treiben. Die Frage ist nun, wie erreichen wir eine schnellere Energiewende? Wohl wissend, dass Gas auch industrielle Aspekte, chemische Aspekte und andere. Dazu jetzt die erste Frage an Martin Jensen vom GreenTech Campus. Sie haben vor vielen Jahren mit großem unternehmerischen Mut, das muss man schon sagen, und allerdings auch großem unternehmerischen Weitblick den international nach wie vor führenden Proving Ground in Schleswig-Holstein für den Bereich der erneuerbaren Energien und zwar im kompletten Scope gegründet. Einer der Mitinitiatoren war tatsächlich Robert Habeck, heute der Vizekanzler und Minister des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, der mit Ihnen gemeinsam wichtige Aspekte für dieses Projekt gesetzt hat. Eigentlich wollte er heute persönlich hier sein, aber als wir die Terminvereinbarung gemacht haben, hatten wir, das muss man zugegebenermaßen sagen, eine vollkommen andere geopolitische Lage, die ihn heute jetzt auch nicht auf der Hannover Messe sein wird. Er ist gestern Abend, soweit ich weiß, wieder abgereist. Herr Jensen, wie kann jetzt einfach gesprochen die Versorgungssicherheit unter allen Aspekten der Nachhaltigkeit, mittlerweile ja fast ein Buzzword, für die Industrie, aber Gesellschaft gleichzeitig balanciert und auch gewährleistet werden und das möglichst zu tragbaren Kosten. Und welche Maßnahmen aus Ihrer Perspektive sind aus Politik und Gesellschaft zwingend notwendig, damit wir signifikant schneller als in der Vergangenheit vorankommen? Ja, schönen Dank für die Steilvorlage und dass ich hier sein darf heute. Wir haben einfach noch sehr große Schritte, was die Nachhaltigkeit angeht, noch vor uns. Da haben wir also noch herzlich wenig geschafft bis dato, zumindest an unserem Wirtschafts- und Industriestandort. Solange wir bei uns oben im Norden noch teilweise über 50% unserer Windparks abschalten müssen, weil einfach der Weg zum Verbraucher noch nicht geschafft ist, der Verbraucher einfach noch nicht erreicht wird mit den erneuerbaren Energien, müssen wir einfach wesentlich schneller nicht nur immer über den Ausbau reden, sondern einfach über die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Das heißt, der Verbrauch, der muss selber eben schneller und sicherer eben zu dem Erzeuger kommen. Und das ist eben auch gerade das Thema, was jeder von uns machen kann, ist natürlich sich selber versorgen. Wenn ich ein Solardach oder einen Standort für eine Kleinwindkraftanlage habe, dann kann ich im Kilowattbereich natürlich erstmal zusehen, mich selber so gut wie möglich zu versorgen. Selbst Speicher sind mittlerweile bezahlbarer geworden, das hat sich also auch rasant verbessert. Also die Eigenversorgung im Kilowattbereich ist schon mal das eine Thema. Das andere, genauso wichtige, ist natürlich, dass wir den Verbraucher, den Großverbraucher an den Megawattbereich bekommen. Unsere großen Wind- und Solarparks sind nicht selten 10, 20, 50 Megawatt stark. Und da muss ich natürlich auch einen großen Verbraucher eben dann zu unserem Erzeuger bekommen. Das heißt, ich muss die Netze natürlich dann auch bekommen, genehmigt, in Betrieb gesetzt bekommen und dann natürlich auch intelligent fahren, damit ich natürlich mit Wind und Sonne natürlich auch meinen Verbrauch ideal dann steuern kann. Und da ist noch sehr viel zu tun. Eine ganze Menge zu tun. Ja. Ja. Jetzt haben Sie aus meiner Perspektive zwei Schlüsselworte genannt, die in aller Munde sind, nämlich einmal das Thema Eigenversorgung, Eigenbetrieb, Eigenanschluss ans Netz und letztendlich der Netzausbau. Schlägt eine schöne Brücke zu Burkhard Holder. Herr Holder, Sie sind mit Ihren Technikern und Ingenieuren rund um den Globus, von West in Richtung Ost, direkt mit der Abnahme von Kraftwerken basierend auf erneuerbaren Technologien befasst. Jetzt brennt es natürlich unter den Fingernägeln, welche Technologien erstens kurzfristig, es ist ja immer eine Sache der Zeit, einsetzbar sind und wie viel Gigawatt sind eigentlich möglich? Wie viel Gigawatt sind möglich? Es gibt verschiedene, Dankeschön, Herr Heinz, für die, ich glaube, Leitfrage hier, auch der Hannover Messe und der ganzen Veranstaltung, die wir hier in Side-Events haben werden. Es gibt verschiedene Szenarien, ich komme da später nochmal drauf, aber ich glaube, was wichtig ist, was ich nochmal betonen will, was Herr Jensen gesagt hat, wir brauchen Speicherkapazitäten und das nicht in Deutschland, sondern europaweit, weltweit. Wir stellen das fest, Sie sagen, haben Sie eben richtig gesagt, wir sind global unterwegs vom VDE und im Prinzip ist das überall das gleiche Muster, was wir fahren müssen.
Es fehlen uns signifikant Speicherkapazitäten. Ich habe gestern noch mal recherchiert mit dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, die ja regelmäßig auch Statistiken führen. Allein in Deutschland werden bis 2030 für im Speicherbereich über 100 Gigawattstunden gebraucht. Und damit wir jetzt mal abgesehen von Zahlen, damit wir die Energiewende schaffen, und wir werden da gleich auch noch mal drauf zurückkommen, brauchen wir den politischen Willen, die politische Unterstützung und auch die Industrie. Und dazu gehört, wir wissen das hier auf dem Podium recht gut durch die vielen Initiativen, die wir haben, dazu brauchen wir Weitblick und dazu brauchen wir Nachhaltigkeit auch über Wahlperioden hinaus. Das ist eine Sache, und um die Zahlen, die wir sicher gleich noch mal ein bisschen näher diskutieren, auch europaweit zu schaffen, brauchen wir, das ist gestern ja auch noch mal rausgekommen bei der Eröffnungsveranstaltung, wir brauchen Fachkräfte. Wir haben einen enormen Nachholbedarf an Fachkräften. Deshalb brauchen wir solche Sachen, wie Herr Jensen macht mit dem Prüfenground. Da brauchen wir Ausbildungsinitiativen, um auch fachlich die Städte und Kommunen zum Beispiel unterstützen bei der kritischen Infrastruktur, Holger. Das sind ganz wichtige Themen und da haben wir extrem Nachholbedarf. Es ist nicht nur so, wie es gestern, als ich ankam im Hotel, dass die Gastronomie keine Köche mehr hat und Servierkräfte, sondern bei den erneuerbaren Energien fehlen die Menschen, die das Ganze in den nächsten Jahren umsetzen müssen. Jetzt haben Sie quasi den Ball wieder ein bisschen zurückgespielt zu Herrn Jensen. Sie haben Speicher genannt, Fachkräfte haben Sie genannt. Das ist logischerweise verbunden mit Ausbildung. Speicher, das kennen wir alle. Batteriespeicher explodieren alle, muss mal in Deckung gehen. Also das Thema Risk Mitigation letztendlich. Herr Jensen, Sie sind ja sozusagen am Puls des Markts, letztendlich durch die Installation ihrer Technologien und führen regelmäßig aus Industrie, allerdings auch Privatleute, wie ich gelernt habe, letztendlich in Form eines kleinen Vorstellungs- und Ausbildungsprogramms durch ihr Gelände. Was erstens können wir daraus lernen, was auch hier vermittelbar ist an den Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer, und mal in Richtung Chancenorientierung, welche Chancen ergeben sich hier für den Zukunftsstandort Deutschland und Europa aus diesen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben? Ja, wir haben vor allen Dingen jetzt seit über 30 Jahren bin ich in der Windenergie tätig. Da ist auch mein Hauptfokus drauf, weil wir eben sehen, dass die Windenergie eigentlich so die Königsenergie ist, weil sie im Winter und eben auch nachts verfügbar ist. Und gerade im Winter wollen wir keine kalten Füße bekommen. Also es ist sozusagen mit der Windenergie besonders wichtig, sich das anzuschauen, beziehungsweise sich besonders zu ärgern, dass wir genau diese wertvolle Windenergie dann einfach irgendwo nutzlos abschalten. Man spricht nicht selten von Wegwerfstrom, ist er natürlich nicht. Ich muss einfach zusehen, dass er in die Sektoren gelangt. Wir zeigen das bei uns auch auf dem Proving Ground, dass wir in die sogenannten Edelsektoren gehen, die dort sind, elektrische und automatisierte Mobilität, sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann natürlich auch in die Digitalisierung, in die Datencenter. Auch Datencenter wird es ja extrem dezentral in Zukunft geben und geben müssen. Stichwort Edge Computing etc. Und beide Edelsektoren brauchen natürlich ganzjährlich natürlich dann die Windenergie. Und das ist total wichtig, eben diese Sektorenkopplung einfach auch zu zeigen. Also nicht nur auf Hochglanzprospekten irgendwo dann anzupreisen, sondern einfach auch zu zeigen. Und was wir aus der Windenergie gelernt haben, ist hier genau das gleiche Hochvolt. Ich habe einfach, und das ist mittlerweile auch ein großes Problem in der erneuerbaren Branche, dass wir auch Betriebsgenehmigungen benötigen. Es reicht nicht nur, eine Baugenehmigung zu haben, sondern ich muss Betriebsgenehmigungen haben. Und ich habe auch dort in diesen Sektoren E-Mobilität, Rechenzentren mit Hochvolt zu tun. Also da reden wir dann nicht mehr nur über die 220 Volt in der Steckdose, was schon gefährlich genug ist, sondern da sind wir dann eben mit 690 Volt wie in den Windkraftanlagen oder 800 Volt in unseren Elektrobussen zum Beispiel unterwegs. Und wir haben da bei uns jetzt um die 30 angesiedelte Firmen, über 50 Projekte, die sich um diese Themen kümmern. Mhm. Entwicklung selber natürlich, Forschung, Entwicklung, aber auch Demonstrationen. Mhm. Und das liegt auf der Hand, Herr Holder hat es gerade gesagt, die Fachkräfte zu finden, sehr früh zu motivieren und genau nicht nur der Windmüller zu sein, sondern der eben auch eine Ladestation an die Windkraftanlage bauen kann, der einen Edge-Computer an eine Windkraftanlage bauen kann. Und das sind natürlich Zukunftsfelder ohne Ende und super Perspektiven. Also ich wäre gerne wieder 20-jähriger Ingenieur, weil die Perspektive paradiesisch ist.
Also das übrigens für Sie, wenn Sie Zeit und Lust haben, sicherlich das Gelände sich mal anzuschauen. Ja. Hier kann man wirklich hautnah, ich sprach am Anfang vom Interdependenzdreieck, erleben, dass Dekarbonisierung ohne Digitalisierung nicht funktioniert, genau. Vice versa, Digitalisierung nicht ohne Dekarbonisierung. Ja. Und am Ende führt das zu einer stärkeren Souveränität von Deutschland und Europa. Let's switch to English now. Greetings over the ocean. Let me introduce once again Professor Tonio Bonassisi from MIT in Boston. Thank you, Tonio. I think last time we met each other, it was in Singapore, and it would have been definitely a quite more comfortable time zone for you participating in this press conference today, because currently you are in Boston and it's roughly, let me, a quarter past 4 o'clock in the morning. So thank you very much for having you during this press conference. Tonio, thank you for joining us, and you are one of the members of the internationally recognized TerraVert initiative with more than 40 countries involved, and in which international experts established a think tank of how we can massively integrate renewable energy in the existing infrastructure to mitigate, at the end, the worst consequences of climate change we are all aware of. So what are, out of your perspective, the main challenges to get us to terawatt capacity worldwide, Tonio? Just a second, Tonio. Are you muted? Because we can see you, but we cannot hear you. Just a quick question, kleine Frage in die Technik. Haben wir Eingangssignal? Liegt das bei uns oder? Oder hat er keinen, sendet er keinen Ton raus? Okay. Okay. Just a second, Tony. We are overcoming the situation as soon as possible. Vielleicht bevor wir eine zu lange Pause haben, an der Stelle eine Information für Sie alle. Tonio ist auf der einen Seite als Professor am MIT in Boston tätig, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, sehr stark im Bereich der PV und Kraftwerke und gleichzeitig auch am Campus in Singapur, also im Grunde genommen eine übergreifende, international übergreifende Aktivität, in der er vorsteht und letztendlich 40 Universitäten und Länder in diese Initiative integriert hat. Wir warten vielleicht gerade ein bisschen, bis die Technik wieder steht, und ich würde... Hello, good morning. Can you hear me clearly? Okay, that's perfect. Tonio, you are now 100% online, so please be so kind to come back to the answer of the question. Thank you. Wonderful. Thank you for the invitation and good morning to everyone. A group of experts from across Germany, United States, and elsewhere has been convening regularly in these terawatt workshops to discuss and address the challenges that you've asked. To meet our 2030 climate targets, low-emission technologies must be aggressively scaled up in capacity. This requires investments in supply chains around the world. And to meet our climate targets, it is estimated that photovoltaics, PV for short, must reach around 10 terawatts of cumulative installed capacity by 2030. That is a tenfold increase relative to today. Because PV technology can be customized for each region, the terawatt challenge calls for each region of the world to do its part in manufacturing scale-up. We need to think not only about ramping up manufacturing and installation capacity, but also how to recycle the modules appropriately at the end of their service life, which can vary between 20 and 50 years. In addition, we need to invest in human capital to create skilled professionals that will drive the transformation in a responsible manner. Okay, Tonio, on the one hand, you mentioned the capacity, the need for tremendous installation worldwide. On the other hand, to think about the future, you talked about recycling, but there definitely are some other challenges. So as a follow-up question,
What do you see as international challenges in terms of renewable energy supply? What is, let me say, the assessment from the US perspective on realizing the global energy transition? It cannot only be a local solution. It's a question of global solution, isn't it? Yes. And indeed, the insufficiency of global alignment during recent shock events has resulted in national policies, which at times have disrupted global supply chains. And in many cases, companies have suffered greatly to consistently deliver their products to customers on schedule and on budget. But the good news is that companies have responded to this effort, to this reality, by redoubling their efforts to improve supply chain resilience, often shifting to smaller but more regional networks. The United States continues to drive global trade partnerships, but given the growing emphasis on supply chain resilience, trade is increasingly being contextualized in a broader alignment of geopolitical interests. Okay, thank you. So it's at the one hand, it's a balance between local and global on the one hand, and on the other hand, small power plants up to scaled up industrial capacity. The production is the one aspect. Jetzt muss ich wieder nach Deutsch, in Deutsch umswitchen, Verzeihung. Die Kapazität ist letztendlich die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist die Versorgungssicherheit. Tony, we will come back to you within the couple of minutes. Ist die Versorgungssicherheit der Lieferketten. Europa und die USA importieren vor allem Rohstoffe und Erzeugnisse aus Russland und Asien, mit dem, die am Anfang einer Wertschöpfungskette für die spätere Produktion stehen. Vor allem die chemische Industrie, Automobilindustrie und die Elektroindustrie sind hiervon betroffen. Europa bezieht allein zum Beispiel 55% der Rohstoffe für Elektromotoren, die ja letztendlich unsere Welt antreiben, aus China. 54% für Windturbinen, wir reden über erneuerbare Energien aus China, und 53% für Photovoltaik. Ich hatte ja zum Thema Photovoltaik gerade generell, was die Produktion angeht, schon was gesagt. Hier reden wir über die Rohstoffseite. China hat die Hälfte der Häfen geschlossen und das hat, Achtung, persönliche Meinung des Moderators, nur beschränkt etwas mit Corona zu tun. Das könnte in Zukunft die Regel sein. Herr Holder, Sie beschäftigen sich intensiv mit Lieferketten. Mit welchen Maßnahmen reagiert die deutsche Industrie auf den Engpass bei fossilen und nicht fossilen Rohstoffen? Ja, vielen Dank, Herr Hinz. Vielleicht noch mal zur Schärfung und auch noch mal zur Unterstützung, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben zurzeit eine hochgradige Abhängigkeit von Energieimporten. Sowohl was die Preise angeht, das sehen wir, ich war vor kurzem auf der Intersolar, der mittlerweile wieder glücklicherweise größten Solarmesse der Welt, nachdem in China wir Lockdown-Situationen hatten, das wissen Sie alle. Also wir haben uns da schon mal ein Zeichen gesetzt, dass wir hier im Prinzip eine neue Plattform haben, um gerade diese Supply Chain, diese Lieferketten-Situation zu besprechen. Was kann man tun aufgrund Ihrer Frage? Wir haben mehrere Programme beim VDE zur Qualitätssicherung direkt beim Hersteller. Wir brauchen eine stringentere Kontrolle der gesamten Logistikkette. Du weißt es auch, Martin, bei der Windindustrie extreme Probleme. Auch der Wasserstoffbereich übrigens, unsere Kunden beim VDE merken das spürbar, dass sie bestimmte Komponenten nicht kriegen und auch hier wir die dringende Fertigstellung nicht hinkriegen in Deutschland von Wasserstoffsystemen, weil einfach einzelne Komponenten fehlen. Da müssen wir gemeinsam begleiten, da müssen wir politisch auch aktiv werden, aber wir müssen auch, ich sag mal, in einem Bottom-up-Approach gemeinsam mit Logistikfirmen neue Wege finden, wie wir Materialien auch von anderen Orten schneller hier an die Zielorte, an die Projekte bringen. Und wir müssen, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf hier in dieser Pressekonferenz, wir müssen die Abhängigkeit insgesamt verändern, reduzieren. Wir haben einfach einen zu großen Anteil von Komponenten, auf die wir angewiesen sind, und dadurch ergeben sich extreme Lieferzeiten, die unseren ganzen Ziele der Energiewende auch gefährden. Und da tut der VDE hier mit den Partnern konkrete Schritte jetzt einleiten und auch setzen mit allen Stakeholdern. Dann frage ich doch mal gleich den Unternehmer. Sehen Sie, jetzt sind Sie kein
Jetzt haben Sie kein produzierendes Unternehmen in dem Sinne, wo Produkte am Ende an einem Fließband zum Beispiel herauskommen, aber sehen Sie tatsächlich die kritischen Auswirkungen der Lieferengpässe auf der einen Seite und entdecken Sie vielleicht Maßnahmen, Gegenaktionen, das zurück zu lokaler Produktion in Europa, mit der sich die Industrie entgegenstellt? Ja, also wir haben sehr wohl natürlich auch angesiedelte Firmen, die im produzierenden Bereich sind. Wir bauen zum Beispiel Dieselbusse um auf Elektro. Warum auf Dieselbusse wegwerfen, wenn nur der Motor der falsche ist? Aber da sind wir beim Thema, da gehört dann ein Elektromotor hinein. Genauso wie in unseren Windkraftanlagen. Wir haben die Kleinwindkraftanlagen so als Inselsysteme. Da ist es eben nicht der Motor, sondern der Generator. Die Wicklung, Aluminium und Kupfer, ist natürlich dann trotzdem dann eben das Gleiche. Oder eben schauen wir uns die Platinen oder die Speicher in unserem Rechenzentrum an. Die Firma Windcloud baut sehr, sehr moderne Rechner dort, hat noch ein Gewächshaus noch aus der Wärmenutzung mit dabei. Und überall habe ich sozusagen Platinen, Silizium, Elektro- und elektronische Bauteile. Und überall habe ich natürlich generatorische oder motorische Bauteile mit da dran, wenn ich Erzeugung und diese genannten Sektorenkopplung dort sehe. Und das ist schon ein Riesenproblem, dass man heute gar nicht mehr sagen kann, kann ich jetzt meinen Bus innerhalb von 8 Monaten noch umbauen oder die Kleinwindanlage innerhalb von 8 Monaten ausliefern. Am Verkauf liegt es zurzeit gar nicht mehr, sondern in der Tat nur noch an dieser Lieferkette. Wir haben ein sehr hohes Maß an Made-in-Germany-Komponenten, weil die Sustainability, die Nachhaltigkeit der angesiedelten Firmen im Mittelpunkt immer steht. Wird das wahrnehmbar wieder mehr? Die Made in Germany-Anteile? Ja, das merkt man schon, ganz klar. Produktionsstätten, also da ist sehr stark eben der Fokus drauf, das regional zu machen, weil natürlich nicht nur die Corona, sondern dann auch noch die Kriegssituation, so ein Doppelschlag natürlich zweimal uns vor Augen führt, wie wichtig das auch ist. Nur in der Tat, die 54-55% Abhängigkeit ist heute einfach da. Und wie wechsle ich sozusagen diese Abhängigkeit in Eigenproduktion? Da kann man dann über Wasserstoff nachdenken oder über Ammoniak selber nachdenken, Dünger für die Landwirtschaft zum Beispiel. Wir haben Wind und Sonne überall und sie schicken uns keine Rechnung. Also kann ich diesen Rohstoff natürlich heimisch direkt an Ort und Stelle eben erzeugen. Und also der Trend ist ganz stark da, aber dieses Loslösen der Abhängigkeit ist ein echt schweres, dickes Brett zu bohren. Once again, jump over the ocean. Tonio, we were talking about the challenges of the supply chain on the raw material side on the one hand, but on the other hand also reflecting industrial materials and components. What challenges are the US facing in the supply chains of solar technologies, and what measures out of your experience are policymakers and industry in the US responding with we maybe can learn from in Germany and Europe? Well, thank you for the question. The challenge for the solar industry continues to be meeting the terawatt targets, scaling up the industry in a fast but responsible manner. We must accelerate, and for that we must work smarter. Digitalization can certainly help. One example is using machine learning and automation to enable faster and smarter research and development. Another example is traceability of solar components and their subcomponents. So being able to certify the nature and provenance of components has 3 benefits. First, tracing the materials that go into each solar module enables more cost-effective module recycling, for example, through sorting the module at the end of service life. And secondly, component tracing can help rapidly resolve quality incidents, assuring higher product quality for customers. And third, component tracing helps ensure supply chain efficiency, resilience, sustainability, and compliance. And these are some examples of how we can work smarter and faster. Okay, the old sentence, work smarter and harder, you change a little bit, smarter and faster, which is definitely a better fit to current times we are facing. You mentioned traceability, you mentioned efficiency, Transportsicherheit. We'll come back to you, Tonio, in den nächsten 5 Jahren komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, sicherlich eine große Herausforderung. Jetzt kommen wir so ein bisschen weg aus dem rein elektrotechnischen, energietechnischen Teil in Richtung der Versorgungssicherheit. Also nicht nur was die Produktion von Energie durch PV und Wind anbetrifft, sondern auch
was die Transportsicherheit angeht und damit, und das ist so ein bisschen slightly ein Jump in Richtung Digitalisierung, auch was die Cybersicherheit angeht. Fangen wir mit Herrn Holder nochmal an auf der Transportseite. Wie können Sie sich aus Ihrer Perspektive eine reibungslose, dezentrale Verzahnung von erneuerbaren Energien Einspeisern als auch Entnehmern und, ich nenne sie mal, Balancierern vorstellen, also Peak Shifting etc. pp. Und wie und mit welchen Maßnahmen könnte der Ausbau zusätzlich unterstützt werden? Hoffentlich habe ich Sie jetzt nicht überfallen. Nee, passt. Man macht sich ja immer persönlich seine Gedanken, wenn man in dem Business jeden Tag arbeitet und diese Blockierungen, diese Challenges, wie man im Englischen sagt, hautnah erlebt. Wir haben, Jensen hat es ja sehr schön ausgeführt, auch zum Thema Windenergie und den Überkapazitäten, aber wir haben vor allen Dingen, wir haben das die letzten Tage im VDE nochmal recherchiert, einen extremen Nachholbedarf bei PV-Leistungen. Das müssen wir unbedingt in den Griff kriegen. Uns entfehlen dort wirklich große Mengen. Ich habe mir nochmal den Kabinettsbeschluss vom April 2022 der Bundesregierung rausgesucht. Da gibt es ein Szenario, dass bis Jahr 2035 nahezu auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Und dazu brauchen wir im PV-Bereich in 2040 400 Gigawatt Peak. Heute haben wir, Zahl von gestern, knapp 60 Gigawatt Peak. Und wenn Sie sich die Zahlen der letzten Jahre anschauen, wir haben im Durchschnitt unter 5 Gigawatt zugebaut. Wie sollen wir das schaffen? Das ist eine große Herausforderung, wo es eben, wie ich anfangs schon gesagt habe, verschiedene Facetten gibt. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen mehr Drive, wir brauchen die Politik und die Industrie, die nicht nur in Quartalszahlen denkt, sondern langfristig denkt. Wir brauchen aber auch, und das treiben wir gerade gemeinsam hier, die hier auf dem Podium sitzen, eine engagierte zusätzliche Politik auch im Städte- und Kommunenbereich. Wir haben große Prozentsätze von exzellent geeigneten Dachflächen noch zur Verfügung, auf Parkplatzflächen, auf Industriedachflächen, auf Tagebauseen zum Beispiel, wenn Sie an Floating denken, sind alles gute Komponenten. Wir gehen es nur zu wenig an und, Martin, du weißt das, das haben wir Herrn Habeck auch schon gesagt, Herrn Günther oben in Schleswig-Holstein im persönlichen Gespräch, wir brauchen eine Entbürokratisierung. Wir müssen schneller werden, die Prozesse müssen schneller werden, damit wir diese Ziele noch erreichen können oder zumindestens teilweise erreichen können, damit die Energiewende klappt und damit wir eben auf Erneuerbare kommen in Kombination mit den Speichertechnologien. Und das sind die Herausforderungen und das sind sie nicht nur hier in Deutschland, sondern wir haben ich bin ja auch mit Tonio Bonassisi in der Terawatt-Initiative als Experte, wir haben das Problem weltweit und zum Beispiel, was mich freut, das ist so ein Einzelbeispiel, Herr Hinz, Australien, wir waren ja ein paar Mal da und haben die Blockierungen gesehen, jetzt gibt es eine neue Regierung und jetzt entsteht eine Aufbruchsstimmung, um eben auch diese Entbürokratisierung, die es auch dort gibt, runterzufahren. Das brauchen wir in Deutschland und Europa auch, um aus dieser ganzen Abhängigkeit rauszukommen. Bevor wir jetzt, also mir brennt es jetzt momentan etwas unter den Nägeln, deswegen schiebe ich gerade noch mal eine Frage dazwischen, bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Behrens, und Ihrem Kompetenzfeld. Wenn ich das so höre, also mir fällt ein Beispiel ein, Sie alle kennen, das ist momentan nicht mehr so en vogue, Sie kennen mit Sicherheit die Schiffsladungen, die über die Weltmeere fahren und produzierte Lebensmittel, vor allen Dingen Gemüse und Obst, einfach verklappen. So, und wenn ich jetzt mal, das hat was mit uns als Menschen, als Individuum zu tun. Jetzt haben wir der ein oder andere mag sagen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber wir reden hier auch über existenzielle Probleme, nämlich Energieversorgung, die etwas mit Wohlstand zu tun hat. Und ich sehe, dass wir gerade in Norddeutschland, Herr Jensen, ja eine Überproduktion an Windenergie haben. Der Wind hört ja da nie auf. Also ich als Nicht-Norddeutscher darf das sagen. Da bläst irgendwie immer um die Ecke. Aber irgendwie wird die Energie verklappt, wenn man mal so will, weil offensichtlich entsprechende Technologien nicht vorhanden sind. So, jetzt können wir das weiter beklagen, wie wir das schon 2019 hier beklagt haben, aber gibt es denn nicht kurzfristige Lösungen, die umzusetzen sind, neben der Debürokratisierung, um einfach mal ins Rennen zu kommen?
gibt es natürlich bei uns, wir zeigen ja, dass es funktioniert. Wir haben ja die Technologien, jeder ist herzlich eingeladen, sich das bei uns eben anzuschauen. Ich kann eben natürlich mit der Mobilität, Stichwort Schnellladestation, ich kann mit den Rechenzentren, was die riesen Stromverbraucher der Zukunft eben auch sind, kann ich natürlich auch an den Erzeuger selber herangehen, dann habe ich schon mal weniger Transportprobleme und bleibe auf der Niederspannungsebene, vielleicht Mittelspannungsebene, aber ich brauche natürlich für die großen Megawatts natürlich auch die Transportleitung. Also ich brauche alle Ebenen, auch dort gibt es dann immer Irritationen. Nein, man braucht wirklich alle Transportwege, aber je näher ich am Erzeuger bin, umso sicherer bin ich natürlich unterwegs. Das ist natürlich völlig klar. Aber, und das ist der Bottleneck zurzeit, um diese Betriebsgenehmigung zu bekommen. Ich rede eben über Hochvolt selber, das ist nicht ganz trivial, deswegen herzlichen Dank VDE, der kümmert sich ja genau darum, dass wir wirklich absolut betriebssicher unterwegs sind. Dann ist es mit den Betriebsgenehmigungen auch einfacher. Mhm. Dann hat man keine Angst vor diesen neuen Technologien und dann kann ich sie sofort überall installieren. Man kann es sich bei uns anschauen. Dieses Losbrechmoment fehlt ja einfach nur. Also die Energiepreise sind jetzt hoch, jetzt ist dieses Losbrechmoment da und jetzt können wir aber eben nur beschwerlich eben liefern, weil wir die Lieferketten nicht haben und weil wir Fachkräfte im Mangel haben. Das sind so die beiden Situationen. Okay. Jetzt müssen wir mal springen, damit der Herr Behrens nicht nachher sagt, ich wollte auch was sagen, aber darum geht es ja gar nicht. Letztendlich, ich als Energiemann muss aufpassen, dass ich nicht über 4.000, 5.000 Ampere rede oder 420 kV und höher. Wir haben so in der Ausbildung über die 4 bis 20 Milliampere Leute immer ein bisschen gelächelt. Was wir aber doch jetzt alle lernen ist, das eine geht ohne das andere nicht. Denn das, was Sie gerade ausdrücklich geschildert haben, funktioniert halt nur durch eine ausgesprochene Digitalisierung, die sich halt nicht im Hochvolt- und Hochstrombereich bewegt, sondern in den Bits und Bytes und niederen Spannungen und Strömen, aber teilweise viel, viel kritischer als das, was wir auf der energetischen Seite besprochen haben. Kommen wir also letztendlich zu dem Aspekt der wiederum Versorgungssicherheit, die mit der Digitalisierung zusammenhängt. Ohne die wird es nicht funktionieren, die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Gleichzeitig, das wissen Sie alle, Cyberattacken sind ein Risiko für jede kritische Infrastruktur, ein bedeutender, Machtfaktor mittlerweile, wenn man ihn falsch einsetzt. So. Wie können wir lokale, regionale als auch überregionale Versorgung, Versorgungsnetzwerke, Steuerungen und Regelungen schützen? Je höher der Digitalisierungsgrad, desto höher ist letztendlich auch die Gefahr der Disruption, der Störung, organisierte Kriminalität, die sich letztendlich auswirkt. Herr Behrens, jetzt aber. Jetzt aber. Verlagerung des Kriegs in den Cyberraum. Ja, momentan muss man schon vorsichtig sein, weil wir ja nun leider Gottes geopolitisch ganz andere Kriege haben. Aber es ist ein Krieg, eine neue Art von Krieg, der seit einigen Jahren sich ja entwickelt und für deutsche Unternehmen, für europäische Unternehmen allerdings weltweit auch ein großes Risiko ist. Das heißt, wie sieht aus Ihrer fachlichen Perspektive Entwicklung der Cyberangriffe aus und sehen wir uns tatsächlich mit einer zukünftigen digitalen Kriegsführung konfrontiert? Ich möchte jetzt erstmal durchatmen. Ne? Das ist ein Horrorszenario, das ich gar nicht teile. Aber zunächst einmal ganz grundsätzlich möchte ich, wir haben über Versorgungssicherheit geredet, erstmal erklären, was das überhaupt ist. Nämlich, Versorgungssicherheit bedeutet, es muss so viel erzeugt werden, wie es am Ende aus der Steckdose kommt. Ne? So, das ist jetzt erstmal Versorgungssicherheit. Dann gibt es das, ja, ich sag mal strategische Dreieck. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite die Produktionssicherheit, Erzeugungssicherheit, wir haben die Transportsicherheit und als dritten Punkt die Cybersicherheit. Und alles das, diese drei Punkte müssen absolut im Gleichgewicht sein. Das heißt, wir dürfen keine Disruption in einem dieser drei Punkte haben. Jetzt haben wir aber durch die Krisen, die wir haben, und ich rede plural, das heißt, wir haben die Corona-Krise, wir haben die Ukraine-Krise, in allen diesen drei Punkten Disruption. Das heißt, wir haben bei der Erzeugungssicherheit Energiewende, wir haben ein Problem, wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, wir müssen sie transportieren können, Nordlink, Südlink als Stichwort. Wir haben Sie ja auch schon, oder ihr habt das ja schon sehr gut erklärt, über die Transportprobleme, Supply Chain, genau da haben wir ein Problem. So, und jetzt gehe ich in die Cybersicherheit rein, weil die Cybersicherheit ist natürlich auch eines der Punkte, die tatsächlich vorhanden sein muss, um am Ende komplett die Versorgungssicherheit zu haben. Bedeutet, wir haben, um jetzt mal ein bisschen runterzukommen von Ukraine-Krieg, hybride Kriegsführung, wir haben schon seit Jahren Angriffe auf unsere
IT, auf unsere Cybersicherheit, gerade was eben halt auch kritische Infrastrukturen anbelangt. Das war schon immer, ne? Schon immer waren das unsere in Anführungszeichen Schurkenstaaten. Das heißt, das war Russland, das war China, das war auch die und ist auch die USA. Das müssen wir auch so sagen, können wir ja nachher vielleicht mit Tonio noch drüber diskutieren. Wir haben zwei große Angreifer. Wir haben auf der einen Seite klar die staatlich gelenkten, fachlich sehr versierten Angreifer, die aber ein ganz anderes Ziel haben. Das heißt, die haben das Ziel, unsere Demokratie zu unterminieren, Disruption zu schaffen und, ja, ich sage jetzt auch mal, die Versorgung der Bevölkerung zu behindern. Das ist die eine große politische, strategische Schiene, was wir als hybride Kriegsführung bezeichnen. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich eine viel, viel größere Gefahr, steht die organisierte Kriminalität. Das heißt, die organisierte Kriminalität mit ihren Ransom-Angriffen, DDoS-Angriffen und, gehen wirklich in die kritischen Infrastrukturen, aber auch in, vor allen Dingen in die kleinen mittelständischen Unternehmen. Ransom-Angriffe, Uniklinik Düsseldorf, das haben Sie ja vielleicht noch gerade so im Kopf, Windparks im Norden. Das bedeutet, dass wir eigentlich zwei Schienen haben, die wir beachten müssen. Wir haben die organisierte Kriminalität, das ist ein Franchise-System. Jeder kann sich im Darknet eine entsprechende Lizenzgebühr die Angriffsvektoren und die Software besorgen, ohne dass ich jetzt Programmierer bin, und dann kann ich angreifen. Und ich muss dann bei Erfolg meine Lizenzgebühr an den Franchisegeber bezahlen. Und wir haben vor allen Dingen eben halt auch die Staaten. Ne? So, wie können wir uns schützen? Cybersicherheit ist aus meiner Sicht ein bisschen zu eng gedacht, weil wir reden eigentlich von Informationssicherheit, wo die IT und die Cybersicherheit mit eingebunden ist. Wir können technische Maßnahmen machen, wir können geschlossene Netze bauen, also im Bereich der kritischen Infrastrukturen oder aber auch im Bereich der Unternehmen, sodass es keine Schnittstelle nach außen geben kann, keine Penetration geben kann und. Es ist blöd, wenn ich sage, die Schwachstelle ist der Mensch, weil es kann immer was durch die Firewall rutschen. So, und wer macht den Anhang auf? Das ist dann eben halt der Mensch, der da an der entsprechenden, na, sagen Sie es, Computer sitzt, ne, weil irgendeine Spontanbewerbung kommt. Ja, und man macht eben halt den Anhang auf. Das heißt, wir müssen die Mitarbeitenden dringendst sensibilisieren in allen Bereichen, nicht nur kritischen Infrastrukturen, in allen Unternehmen. Und wir müssen natürlich auch die Technik aufrüsten und wir müssen das Bewusstsein bei den Geschäftsführungen innerhalb der Unternehmen bilden, weil die sagen immer, ich komme aus Köln, ne, ich kann das sagen, es hätte schon immer gut gegangen. Ne, so. Es ist aber nicht so. Ja? Es geht nicht um die Frage, wann wir angegriffen werden, sondern es geht um die Frage, wann entdecke ich, dass ich angegriffen bin. Und das ist der Punkt. Ja? Und da müssen wir ran. Natürlich sind kritische Infrastrukturen das Herzstück im Bereich. Darf ich ein bisschen Kritik führen? Ja, im Bereich BSI und IT-Sicherheitsgesetz. Durch das IT-Sicherheitsgesetz ist ja der Informationsschutz und auch die Cybersicherheit bei kritischen Infrastrukturen gesetzliche Pflicht. Allerdings ab einem bestimmten Schwellenwert. Als Beispiel Lukas Krankenhaus in Neuss 2016 angegriffen, hatte 29.900 Patienten stationär im Jahr. Die kritische Infrastruktur und die gesetzliche Verpflichtung, sich dann entsprechend aufzustellen, beginnt bei 30.000 Patienten im Jahr stationär. So, das heißt, mit 20 oder 30 Patienten als Marge hatten die natürlich keine gesetzliche Verpflichtung. Das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen gesetzliche Verpflichtungen für alle Unternehmen, IT und Cybersicherheit umzusetzen. Genauso wie auch die DSGVO, Datenschutz, ist ja auch eine EU-Verordnung. Also brauchen wir das, weil sonst werden die Unternehmen das nicht tun. Herzlichen Dank. Bevor ich zu Ihnen nochmal zurückkomme, Herr Behrens, ein bisschen muss man auf die Zeit schauen. Damit ja, wir ich noch habe ein bisschen aufgeholt. Alles gut. Damit wir noch auch ein paar Minuten Zeit für Fragen und Antworten haben. Let me switch to English again. Tonio,
We were talking about cybersecurity, information technology, and technology risk mitigation. What importance would you give to cybersecurity in the renewable energy production and the grid network where they are implemented in on the one hand? And is there a need for a greater focus on R&D and development on the one hand and technical training and lessons learned on the other hand? Yes, indeed. Digitalization plays a very important role in cybersecurity. To illustrate, my colleague at MIT put a clean computer, a so-called virgin machine, on the MIT network, and within 12 hours, there were 25,000 port scans from attack bots and a few thousand more serious probes from all over the globe. Machine learning has emerged as an essential tool to detect and respond to these threats, both from inside and outside the firewall. This is especially important for emergent digital technologies where machine learning decision makers are operating factory equipment or directing the flows of electricity on the grid, making decisions within a blink of the eye, faster than the human response time. Those systems need cybersecurity protection that is fast and adaptive. We've seen many examples of weaponization of digital communications in recent months, and cybersecurity is a constant game of cat and mouse. As such, a robust and vibrant ecosystem in research is needed. It's not a one-and-done investment, but a continuous effort. Okay, thank you, Tonio. Letzte Brücke an der Stelle direkt an das anschließen, was Tonio gesagt hat. Herr Behrendt, bitte um eine kurze Antwort, bevor wir in die Schlussrunde hineingehen. Welche Anstrengungen sind aus Sicht des BSKIs notwendig, damit die zügige Digitalisierung des Energiemanagements vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene bis hin in den unteren Bereich der Transmissionsebene hinein überhaupt stattfinden kann? Es muss das Bewusstsein bei den Kommunen entstehen, dass die Kommune selbst eine kritische Infrastruktur ist, weil sie als Hauptaufgabe Daseinsvorsorge hat. Hinzu kommt, dass auf dem Gebiet der Kommunen ja auch noch viele, viele kritische Infrastrukturen angesiedelt sind. Und da brauchen wir eine Vernetzung zwischen den in der Kommune angesiedelten Strukturen, also Unternehmen, die die Bevölkerung versorgen, Wasserwerke, Stadtwerke etc., mit der Kommune selber. Und genau da sehe ich den Angelpunkt, dass wir die Kommunen und die Unternehmen in diesem regionalen Bereich, lokalen Bereich zusammenführen, dass sie sich gemeinsam die Strategie überlegen und aufsetzen, gemeinsam auch die Technik aufbauen, weil in der Größe wird es günstiger. Und genau da müssen wir ansetzen, an den Kommunen, an den Entscheidungsträgern innerhalb der Kommunen, dass die Bewusstsein bekommen, dass sie insgesamt als Gebietskörperschaft mit all ihren Unternehmen die Versorgung der Bevölkerung sichern. Und das muss in die Köpfe. Dann bieten sich Sie drei aus verschiedenen Perspektiven ja nahezu als Berater an, wenn ich das so sagen darf. Last statement, Tonio, of closing this press conference of all panel members. Let me start with you. Are we entering in a new phase of globalization? Are maybe trading blocks re-emerging? And what is, out of your perspective, the significant element of the transatlantic bridge in the light of these new global challenges? Certainly. So global trade flourishes with predictability and continuity because capital investments in technology scale up can take many years to achieve its return on investment. When you have global shock events, it's important for trade partners to maintain openness and alignment so business can continue. To put this into the context of game theory, prisoner's dilemma more specifically, maintaining trust requires that all players operate in a predictable way with long-term relationships in mind. It's natural to expect that trade and trust will go hand in hand. Europe and North America is one example of this. The transatlantic bridge embodies this.
And in the coming years, I expect trade partners to work more intensely to jointly address key challenges to ensure sustainability. As the U.S. has historically had a strong private sector leadership and strong university presence, I expect these actors to play important roles in the space. And I think initiatives like the Transatlantic Bridge can really pave the way to create concrete solutions to these problems. MIT and VDE, for example, have an initiative, this Transatlantic Bridge concept, aiming to jointly fund research on both sides of the Atlantic, engaging diverse minds towards solving global sustainability goals. And today, the vast majority of government research funding must be spent domestically, inhibiting joint innovation to solve joint problems. So this Transatlantic Bridge could really be a solution to help fund partners on both sides of the Atlantic to work together very closely on important problems. Ja, thank you, Tonio. Jetzt überfalle ich Sie mal mit, modifiziere die Frage jetzt mal ein bisschen unverschämterweise, weil ich das aufnehmen möchte, was Tonio gesagt hat, der aus verschiedenen Perspektiven die transatlantische Brücke letztendlich gerade im Bereich der Energieversorgung aufgezeigt hat. Könnte aus Ihrer Perspektive mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort Deutschland und Europa zusammen mit den USA, also im Grunde genommen die zentrale und westliche Hemisphäre, als Gewinner aus der aktuellen Krise hervorgehen? Herr Jensen, vielleicht wollen Sie auch. Ich denke ja, denn die Daseinsvorsorge betrifft natürlich jeden, egal auf welchem Kontinent ich unterwegs bin, völlig klar. Welche Dynamik, welche Schrittfolge kann ich irgendwo erreichen? Wie innovativ bin ich dabei? Und das ist eben das, was wir als Privathaushalte, als Unternehmung, als Kommune natürlich immer benötigen, dass ich die erneuerbare Energie und die Sektoren zusammenfüge. In Schleswig-Holstein, wir haben 160% rechnerisch Windenergie, aber im Verkehrssektor sind wir unter 10%, im Wärmesektor unter 20%. Was sollen die Kommunen da noch alles für Aufgaben jetzt bewerkstelligen? Und wie gesagt, Ausbildungsprogramme und da gerne über diese transatlantische Brücke Ausbildungsprogramme dahin zu bringen, dass ich den Mechatroniker IT sozusagen habe. Also früher war es nur der Mechaniker, dann wurde es elektronisch im letzten Jahrzehnt und jetzt muss ich IT eben mitdenken. Und das ist unser Job, dass wir selber Ängste nehmen und dann gute Ausbildungen bereitstellen. Also eventuell die Chance, wie in früheren Jahren, das duale Ausbildungssystem zu modernisieren, zu exportieren. Herr Holder. Vielleicht ganz live aus der letzten Sitzung mit der amerikanischen Regierung von letzter Woche in der eben genannten Terawatt-Initiative. Wir haben in der ganzen Situation, die wir gerade auch in dieser Pressekonferenz skizziert haben, keine Gewinner, nur Lösungsanbieter. Wir müssen uns austauschen, wir brauchen Best Practices, wir brauchen auch die hochinnovativen Startups in Europa, in Deutschland, in den USA, um das Ganze zu schaffen. Und unserem Schlussstatement, das Sie auch in Kürze in der Presse hören wollen, aber ich darf es hier zitieren, was wir mit den 40 Ländern beschlossen haben, ist ein wichtiger Satz, ich habe es jetzt übersetzt, Vertrauen und Sicherheit schaffen wir nur durch Kompetenz und Marktvertrauen, und zwar nur gemeinsam. Und mit den Ländern, die willig sind, die Willigen, die jetzt auch in der Entbürokratisierung mit uns arbeiten, hoffentlich auch die europäischen Politiker, mit denen, die müssen wir jetzt fordern, damit wir unsere Ziele in der Klimapolitik schaffen. Und das schafft Souveränität. Famous last words, Herr Behrens, bitte. Ja, ich werde den Optimismus ein kleines bisschen runterfahren. Ich bin Jurist, ich sehe immer Worst-Case-Szenarien. Ganz einfach, wir müssen souveräner werden. Und zwar Europa muss souveräner werden und transatlantische Brücke, sehr gut, keine Frage, da sind Chancen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht abhängig machen, so wie wir es in der Vergangenheit uns abhängig gemacht haben von anderen Staaten wie zum Beispiel Russland. Wir brauchen die Kompetenz hier in Europa, wir brauchen sie in Deutschland und natürlich gerne in Kooperation mit USA, und anderen Staaten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns nicht abhängig oder dass wir uns unter Umständen abhängig machen. Wenn ich das ergänzen darf, du bist natürlich als Jurist zur Versachlichung dabei. Wir brauchen die Leute, die diese konstruktiv-kritischen Dinge mit anmerken, aber ich glaube, das Gesamtziel ist wichtig, dass wir die Brücke schaffen, nicht nur zwischen USA und Deutschland, sondern auch zu den Stakeholdern in den Städten und Kommunen, wie du es eben schön ausgeführt hast. Ich möchte einfach nur warnen. Alles gut. So, jetzt machen wir hier eine kleine Zäsur. Tonio, many thanks from Germany to Boston. Now it's time for you, we are facing 5 o'clock in the morning, to grab a coffee, grab a second one for me as well. Hopefully we have the time to meet each other very soon somewhere around on the globe. We'll have some local questions and answers here, so please be so kind to stay in line. Herzlichen Dank auch hier an die Panelisten.
knapp vor Ende Fragen von Ihrer Seite an die Panelisten. Bitte schön. Mikrofon kommt von hinten. Ja. Was ist? Ich darf es nicht in die Hand nehmen wegen Corona. Aha, gut. Ich hoffe, der Virus weiß das. Ich hoffe, dass das E in eurem Namen zurückkommen. Es wurde mal eben so gesagt, 100 Gigawatt an Speicher sollten zur Verfügung gestellt werden. Es wurde aber nicht gesagt, was soll das für ein Speicher sein? Lithium, Ionenspeicher oder Pumpspeicherkraftwerke? Teil 2 der Frage war, fehlen nicht auch ein paar HGÜ-Strecken? Also es waren nochmal Stromautobahnen geplant und die sind meines Erachtens noch nicht einmal in Auftrag gegeben, geschweige denn gebaut worden. Vielleicht bitte kurze Antwort, dann kriegen wir mehr Fragen durch. Herr Jensen. Ja, ich bin 12 Jahre ja auch Mitglied im Fachbeirat der DENA-Netzstudie gewesen, damals vor 10 Jahren etwa. Hat mir genau dieses Thema, welcher Speicher ist es, welchen brauche ich. Wir Schleswig-Holsteiner haben ja immerhin 1400 Megawatt mit der norwegischen Wasserkraft verbunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Norweger freuen sich, wenn wir Windenergie haben, können sie ihren wertvollen Wasserstapel sozusagen oben behalten. Das ist schon mal das Allerbeste, was geht. Und dann haben wir natürlich unterschiedlichste Speichereinheiten. Dank der Mobilitätswende haben wir einen Riesenglücksfall, dass wir 24-7 Speicher schon mal auf der Batterieseite haben. Da gibt es ja 5 verschiedene Batteriearten, das würde jetzt zu weit führen, aber sie sind bezahlbar geworden. Von weit über 1000 Euro pro Kilowattstunde gepackaged sind wir jetzt, Elon Musk will runter auf 50 Euro, aber in Deutschland sind wir schon bei unter 300 Euro. Das heißt, dank der E-Mobilität und Gigafactories in Europa, vielleicht auch hoffentlich mehr in Deutschland, in Schleswig-Holstein ist eine Planung, by the way, dann haben wir auch dort dank der E-Mobilität schon mal den zweiten Speicher, also Wasserkraft, Akkus, Batterien schon mal dabei. Und die dritte Geschichte ist angesprochen worden, Wasserstoff, vielleicht auch als E-Fuel ist natürlich. Und eine Flotte, wenn wir die 620.000 Fahrzeuge in Deutschland nehmen, E-Fahrzeuge, die zugelassen sind, und ich habe 55 Kilowattstunden normalen hier mindestens Speichereinheit, dann hatte ich ihn mal ausgerechnet, dann haben wir eine Summe von 55, Moment, wo haben wir es? Eine sehr, sehr große Summe an... Abschätzen geht auch. An, ja, also einige Megawattstunden, 1000 Megawattstunden, wir sind im Gigawattstundenbereich, an Speicher, was wir auf der Straße so oder so haben. Zum zweiten Teil vielleicht ganz kurz, ja, von meiner Seite Ihrer Frage. Es muss immer einen Mix geben bei Speichertechnologien. Dazu gehören Wasserstoff natürlich, aber Batterien auch. Und was wir bei VDE die Erfahrung gemacht haben, wenn Sie die letzten 30 Jahre zurückgucken, wir müssen ergebnisoffen sein. Deshalb arbeiten wir auch mit MIT, Fraunhofer Gesellschaft, anderen intensiv zusammen hier mit anderen Stakeholdern der Industrie. Vor 12 Jahren erinnere ich mich in Düsseldorf, als der Bundesverband Erneuerbare Energiespeicher gegründet worden ist, hat jeder nur über Redoxflow geredet. Genau. Heute wissen wir, dass das Leben ganz anders ist. Also es gibt nicht nur eine PV-Industrie, die die ganze Energiewende rettet und die Ziele erreicht im Erzeugungsbereich, sondern ist, wie Sie wissen, eine Mischung. Und das Gleiche muss bei Speichern auch der Fall sein. Also wir brauchen auch die Dinge, die Sie ganz kurz auch angeteasert haben, das brauchen wir auch. Wir müssen offen sein und schauen, was kann im Bereich der Speicher dazu beitragen, dass wir diese 100 Gigawattstunden schaffen. Lassen Sie mich 2 Fragen, die ich hier vorne eingespielt bekommen habe, auf dem Bildschirm aus dem beteiligten Kreis, die per Stream teilgenommen haben, einspielen. Zwar häufig gestellte Fragen. Erstens als Beispiel von Frau Annegret Handel-Kempf, Redaktionsbüro Smarte Zeitung. Ich würde das mal diese Frage mal Antonio senden wollen. Antonio, there is from out of the stream, out of the participants, a question which was highlighted. How will it be possible to balance on the one hand digitalization, then on the second hand energy transition? And balancing that with the increasing needs for cybersecurity technologies on the one hand in the companies, in the industry, and on the other hand in the society? Yes, I do believe it's possible to balance digitalization and security, cybersecurity more specifically. I think with every new productivity technology that has come along with automation, with increasing workforce engagement and upskilling, there are challenges. And these are serious challenges that must be addressed to maintain equilibrium within the system. But we've managed to overcome these challenges through a joint cooperation. And I think this will be another good example of that.
What makes the stakes so high is the fact that in digital realm, decisions are made extremely fast. And so we need to adapt our thinking to that space. Thank you, Tonio. It sounds like participation of a broader group of knowledge people with specific roles and functions in order to balance the different challenges out of different perspectives. Frage von Christoph Jehle, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja, wie soll das eigentlich mit der Energiewende in Deutschland funktionieren, wenn wir überhaupt keine Produktionskapazitäten und Fähigkeiten im Bereich PV als auch Windenergie mit ein bisschen Abstriche, würde ich sagen, haben? Wir bringen uns ja, ich nannte das Beispiel PV, in eine neue Abhängigkeit, die uns ähnlich wie heute bei Öl, Gas und Kohle alles andere macht, aber nicht souverän. Ideen? Herr Jensen? Also Rohstoffe haben wir natürlich auch in Europa. Man muss sie eben nur explorieren natürlich und dann nicht nur billig sozusagen über die Schiffswege heranholen. Und in der Tat, wir haben es ja heute besprochen, das gilt es natürlich eben anzugehen, Ausbildung und die Fertigungsstätten extrem schnell wieder hochzubauen. Wir haben es ja mal geschafft, auch im PV-Bereich waren wir ja mal sehr, sehr gut unterwegs, 2010, 2011. Und das ist tatsächlich dann eben anhand eines Politikums sozusagen irgendwo wieder abgewürgt worden, weil billig. Wir wollten selber dann immer nur billige Solarmodule haben und dann brauchen wir uns heute einfach 10 Jahre später nicht wundern darüber. Aber wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, den Wirtschaftsstandort mit unseren eigenen Rohstoffen wieder hochzufahren. Und bei Windenergie, naja gut, wir haben ja nun auch Hersteller hier in Europa, auch in Deutschland, das geht schon. Wir sind, wenn ich das ergänzen darf, wir sind technologisch wirklich auf Weltniveau in Deutschland. Wir haben Fehler gemacht, jeder macht Fehler. Wir haben das EEG gehabt und wir haben dann nicht aufgepasst, dass die Kapazitäten im PV-Bereich, aber auch in anderen Bereichen nicht hier in Deutschland sind. Das merken wir schmerzhaft jetzt. Was wir tun gerade, und das ist wirklich in ganz vielen Plattformen eine intensive Zusammenführung von der Technologie, die man ganz schnell auch kommerzialisieren kann, wo ich höhere Effizienz habe, wo ich auch eine Wettbewerbsfähigkeit habe, auch gegenüber chinesischen Herstellern. Wir sind nicht schlechter betriebswirtschaftlich. Das ist ein Märchen als andere. Wir können das schaffen. Was momentan etwas fehlt, und da bemüht sich der VDE auch drum, wir haben mehrere größere Foren mit Familieninvestoren, großen Stiftungen. Letzte Woche war Twitter zum Beispiel bei uns in Deutschland, Hewlett Packard Foundation, aber viele Familieninvestoren, die auch bereit sind, auch mal ein Risiko zu gehen und nicht an irgendwelchen Kennzahlen einen guten Business Case kaputt machen. Das müssen wir schaffen und ich glaube, da müssen wir noch mehr tun. Das brauchen wir aber alle Beteiligten, alle Stakeholder, damit wir diese Produktion wieder herkriegen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen aus dieser Abhängigkeit herauskommen. Gut, ich bin aufgefordert, auch wenn wir, glaube ich, hier noch stundenlang weiterreden könnten, auch im Fragewechselspiel die Zeit einigermaßen im Auge zu behalten. Mir ist es nicht ganz gelungen. Trotzdem würde ich ganz persönlich, wenn Sie erlauben, noch eine Abschlussfrage stellen wollen an den Herrn Behrens. Sagen Sie mal, Cybersecurity, tut es nicht auch mal 80-20? Ja, ganz knapp ja. ganz einfach deswegen, weil wir 100%ige Sicherheit eh nicht kriegen. Ne? Wichtig ist, dass man sich die wirklichen wesentlichen Kern- und Geschäftsprozesse anschaut. Ne? Also ich sage jetzt mal die Kronjuwelen, die müssen wir schützen. Ja? Den Kantinenplan. Den brauchen wir jetzt wirklich nicht schützen. Ja, also das wichtig ist ein Risikoassessment, herausfinden, was ist das Wesentliche, das schützen, so gut wie es geht, und darauf die Energie setzen und alles andere dann im Laufe der Zeit. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Ich darf mich nochmal herzlich bedanken. Wir stehen natürlich nach wie vor auch nach dieser PK für Sie für Fragen und Antworten zur Verfügung. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, glaube ich, im Chat auch noch Fragen zu beantworten. Antonio, once again, thank you very much for having us, for your participation in this press conference. Stay healthy, stay safe and sound and hope to see you soon somewhere around the globe. Bye-bye to Boston from the audience. Thank you very much. Auch an Sie meinen herzlichen Dank und an Sie, dass Sie uns heute begleitet haben. Einen schönen Tag, eine gute Woche.